Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal so die Frage mit dir erörtern: Brauche ich eigentlich für mein DIY-Handmade-Business einen eigenen Online-Shop? Lass uns das Thema mal gemeinsam angucken, mit allen Vorurteilen, allen Argumenten, die vielleicht dagegen sprechen, aber auch mit allen Argumenten, die dafür sprechen. Schauen wir uns mal diejenigen DIY-Handmade-Selbstständigen an, die noch überhaupt keinen Onlineshop haben. Und von denen hört man ganz häufig so: Ach, ich habe da gar keine Zeit zu, das überhaupt zu pflegen. Und überhaupt, wie sollen meine Produkte da reinkommen? Wer soll das da alles einpflegen? Und die ganze Technik, da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe. Und was mache ich, wenn die Technik dann mal nicht läuft? Und was auch immer. Deswegen, ja, lasse ich lieber die Finger davon und beschäftige mich auch gar nicht mit dem Thema. Und das kann sein, wenn du auch so ähnliche Argumente in deinem Kopf rumfliegen hast, dass du dir selbst eine Geschichte erzählst, um dir das Thema auszureden. Oh, ich kann das noch nicht, ich kenne die Technik nicht, ich habe keine Zeit, ich habe vielleicht auch kein Geld, ich habe irgendwie was anderes gerade. Also prüf doch einfach mal, wenn du auch diese Argumente hast, die ich gerade so aufgezählt habe, ob die auch in deinem Kopf rumschmieren. Und ja, dann versucht man zu ergründen, wo das so herkommt. Ist das vielleicht irgendwie Angst? Es kann Angst vor der Technik sein. Es kann aber auch Angst sein, dass es vielleicht das Thema rechtlich, dass da irgendwie da, dass du da die Themen mit hast, so von wegen, wie kriege ich so einen Shop hoffentlich rechtssicher? Guck einfach mal, wo liegen genau, ich sag mal, der Schlüssel zu deinen Argumenten. Ist es eine Angst vor irgendwas? Ist es vielleicht auch eine Angst vor Erfolg? Es gibt auch ganz, ganz viele Selbstständige, die sich immer von irgendwelchen Themen versuchen, eine Geschichte zu erzählen, um sich davon abzuhalten, weil das, was dahinter steht, ist halt die Angst vor Erfolg. Von daher ganz, ganz spannend, wenn du einfach mal ja, ein paar Minuten Zeit nimmst, dich vielleicht in Ruhe irgendwo hinsetzen, leckeres Teechen machst und dann halt überlegst, wo kommt das wohl her, was mir da diese Geschichten erzählt? Warum erzähle ich mir diese Geschichten? Oder was steckt dahinter? Das ist super, super spannend. Und ja, dann gibt es natürlich diejenigen, die einen Online-Shop super gerne hätten, aber da auch irgendwas dazwischen steht, dass sie nicht vorankommen. Also für die ist so ein Online-Shop so der Traum. Yeah, würde ich super gerne haben. Aber dann kommt das große Aber. Und das kann wieder ähnliche Gründe haben. So von wegen, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich habe vielleicht keine Lust, mich mit Technik zu beschäftigen. Ich habe Angst davor, dass es irgendwie nicht rechtssicher sein kann. Ich habe zum Beispiel einen Kunden gehabt aus dem DIY-Handmade-Bereich, der hatte Angst vor Reklamationen, dass die Kunden bei ihm immer bestellen und es dann halt wieder zurückschicken und er das zurücknehmen muss. Deswegen ist der immer so unterwegs, dass er sagt, ich muss alle Produkte individualisieren, weil dann hat man dieses 14-tägige Widerrufsrecht nicht, damit mir die Kunden das nicht immer zurückschicken. Und da habe ich ihm auch gesagt, wenn du da deinen Fokus drauf legst, ne, der baute nämlich auch gerade seinen Online-Shop auf, wenn du da deinen Fokus drauf legst, ne, hoffentlich passiert das nicht und du dir das ausmalst und es immer größer wird, diese Angst davor, dass die Kunden deine Produkte zurückschicken können, dann passiert das natürlich auch. Weil darauf, wo du deinen Fokus legst, das passiert dann auch. Das ist ja das Gesetz der Resonanz. Du ziehst das dann halt an. Und ich habe ihm halt auch gesagt, mach das nicht. Denk an was anderes, denk an was Schönes, wie viele Leute zufrieden sind und deine Produkte kaufen und so weiter. Also auch da, wenn du halt ja, so einen Online-Shop so als Traum hast, aber dir da auch irgendwelche Geschichten immer erzählst oder ja, dir da irgendwas ausmalst, so wie mein Kunde zum Beispiel mit den Reklamationen, dann solltest du auch einfach mal schauen, was steckt eigentlich denn dahinter? Warum mache ich das nicht und warum komme ich nicht ins Handeln bei dem Thema, obwohl es ja ein Traum von mir ist? Also auch ein super, super spannendes Feld, wo jeder Selbstständige auf jeden Fall hinschauen sollte. Vielleicht hast du mein Video schon gesehen, wo ich beschreibe, dass ein DIY Handmade Business auf mehreren Säulen steht.
oder stehen sollte. Und auf mehr, je mehr Säulen dein Business steht, desto solider steht das natürlich auch, wenn das Fundament passt. Und wenn du das Video nicht gesehen hast, ich verlinke dir das super gerne. Das ist wirklich super, super spannend, dass du einfach verstehst, dass du ja dein Business einfach auf ein stabiles Fundament baust mit verschiedenen Säulen obendrauf. Und ein Online-Shop ist quasi eine Säule davon. Und ich habe auch beim Thema Online-Shop in meiner eigenen DIY-Selbstständigkeit viele Fehler gemacht. Zum Beispiel mein erster Online-Shop, den habe ich von null an, sag ich mal, selbst gebaut, so als wollte ich irgendwie Webdesigner werden oder sonst irgendwas. Und es hat über 3 Jahre gedauert, bis der Shop überhaupt online war. Also ne, auch ich habe bei diesem Thema einige Fehler gemacht. Und deswegen ist es einfach besonders ja, spannend und schön, dass ich mit Christel jemanden getroffen habe, dass wir, ja, DIY-Selbstständigen richtig einfach einen richtig professionellen Online-Shop anbieten können. Aber lass uns erstmal noch weiter vorne anfangen. Ein Online-Shop ist eine super wichtige Säule von deinem DIY-Handmade-Business, weil es dein Business einfach ja, mehr differenziert, es auf mehrere Säulen stellst und schau dir einfach mal mein Handmade-Business an. Ich habe ein stationäres Wollgeschäft und es gibt einige Wollgeschäfte, die nur ihr stationäres Geschäft haben, also nur eine Säule, sonst haben die gar nichts. Und schau dir die letzten 2 Jahre an, da durfte ich nicht immer geöffnet haben. Wir waren im Lockdown, da war das dann wochenlang zu, das Geschäft, aber die Mieten und alles andere ist halt auch weitergelaufen. Und wenn ich da meinen Online-Shop nicht gehabt hätte, dann hätte ich echt alt ausgesehen. Und ich habe schon ganz oft gesagt, in der Zeit hat mein Online-Shop mir quasi den Hintern gerettet, weil dann einfach das Online-Geschäft nach oben katapultiert wurde. Alle konnten nicht mehr in Geschäfte gehen, sage ich mal, Wolle shoppen. Wo haben sie geguckt? Natürlich im Internet. Und da war das halt einfach super, super gut, einen Online-Shop zu haben. Genau das Beispiel, ein anderes Beispiel kann ich dir geben von Menschen, die vorher nur auf DIY-Kunsthandwerken, Kunsthandwerkermärkten verkauft haben. Die hatten nur eine Säule, nämlich Märkte. Und ja, schau dir die letzten 2 Jahre an. Es sind so viele Märkte ausgefallen. Und wer weiß, wie es jetzt diesen Herbst weitergeht. Das heißt also, wenn du ja entweder nur ein stationäres Ladengeschäft hast oder nur auf Kunsthandwerkermärkte gehst, dann solltest du wirklich schauen, wie du dein Business auf mehrere Säulen aufbauen kannst. Und eine wichtige Säule ist natürlich der eigene Online-Shop. Ein anderes Beispiel. Zum Beispiel diejenigen, die nur über Davanda damals verkauft haben, wo das die einzige Säule war des DIY-Handmade-Business. Da ist Davanda innerhalb von ein paar Wochen geschlossen worden. Das heißt also, wenn du dein Business nur auf eine Säule baust, ist es echt gefährlich und wir wissen nicht, was noch passiert. Also die letzten 2 Jahre haben uns ja auch gezeigt, dass das wirklich schnelllebig ist. Es können Dinge passieren, die man sich gar nicht so vorstellt und dann passieren sie doch. Also zum Beispiel das Thema mit der Maskenpflicht. Noch kurz vorher hatten irgendwie alle erzählt, also ich kann mir das nicht vorstellen, eine Maske zu tragen und das wird nicht kommen, das werden die nicht entscheiden und schuppdiwupp war die Maskenpflicht da. Also es gibt ganz viele Punkte, wo sich ja unser Leben in den letzten 2 Jahren ganz schön krass verändert hat und ja, einfach das Online-Geschäft, das boomt weiterhin richtig, richtig stark. Da sind richtige Wachstumsraten und das wäre ja einfach total schade, wenn du da nicht mit dabei wärst. Wir können also festhalten, dass ein Online-Shop einfach eine super wichtige Säule für dein DIY-Handmade-Business ist. Ja, aber was machen wir jetzt mit den ganzen Argumenten dagegen, die ich dir am Anfang des Videos genannt habe? Ich habe keine Zeit, ich habe keine Ahnung von der Technik, ich weiß gar nicht, wie das geht, ich habe auch Angst, dass es nicht rechtssicher ist und so weiter. Deswegen bin ich total happy, dass mich Christel eines Tages angerufen hat und ja, sie sagte mir am Telefon, ich kannte sie damals noch nicht, sie hätte halt die eierlegende Wollmilchsau und ob ich mir das nicht mal anhören könnte. Und wenn du die Geschichte noch nicht kennst, wie ich ja Christel kennengelernt habe und auch wie die Idee vom schlüsselfertigen Online-Shop entstanden ist, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Das ist wirklich total spannend. Und was ist dabei rausgekommen? Christel ist diejenige, die sich um die Technik kümmert. Also die baut diesen Online-Shop und der ist halt schlüsselfertig. Das heißt, du musst dir vorstellen, das ist so ähnlich, als würdest du dich auf einem Marktplatz anmelden, nur dass du diesen Marktplatz, dass der nur dir gehört, dass da nur deine Produkte draufkommen und dass du den auch noch in gewissen Rahmen
im gewissen Rahmen selber gestalten kannst. Du kannst dir zwischen 5 Designvarianten aussuchen, wie dein Online-Shop gestaltet sein soll, also wo sind die Menüs angeordnet. Dann kannst du dir die Farben aussuchen, dann stellt Christel da auch dein Logo ein, wenn du eins hast und so weiter. Das heißt, du kriegst den fertig mit deinen Farben in deinem Wunschdesign und dann brauchst du nur noch dich um die Rechtstexte zu kümmern, also sowas mit Impressum hinterlegen und so weiter. Du kannst den Shop natürlich auch super gut an die IT-Rechtkanzlei oder Händlerbund und so weiter halt anbinden. Da gibt es halt auch einfach Schnittstellen und dann legst du deine Produkte dort an. Und jetzt ist immer noch das Argument, oh mein Gott, das ist fremde Technik, ich muss mich da einarbeiten, ich habe keine Ahnung und ich traue mich da auch nicht so. Und da brauchst du dir aber keine Sorgen machen, denn ich habe einen Online-Kurs dazu entwickelt, der dich an die Hand nimmt und Schritt für Schritt durch alles durchleitet. Und wir haben, bevor der Kurs online gegangen ist und auch der Shop, haben wir das mit Testerinnen testen lassen. Und wo die dann irgendwie noch Fragezeichen hatten, dann haben wir einfach den Kurs ergänzt. Und somit ist das jetzt ein ganz rundes Paket. Und jeder, der einen Traum hat, nämlich einen eigenen Online-Shop zu haben, der kann sich den super einfach und vor allem super schnell verwirklichen. Also zwischen Beauftragung von Christel, so von wegen, so soll mein Shop aussehen, und dann die Übergabe erfolgen meistens innerhalb von ein paar Tagen. Wir hatten es auch schon gehabt, dass das ungefähr an einem halben Tag dann rübergeschoben wurde. Also es ist super toll, wie schnell das geht. Und dieser Shop ist rechtssicher, also es ist eine deutsche Open-Source-Software, Modified heißt das. Das heißt also, das Konstrukt ist so rechtssicher, wie es geht, weil es halt einfach eine deutsche Software ist. Die müssen sich halt auch an deutsche Gesetze halten. Du kannst die Rechtstexte da einbinden. Der Shop ist super mega SEO-optimiert. Der ist schnell in den Ladezeiten. Der ist mobil optimiert. Das ist so das, was vielen immer fehlt. Wenn man sich den Shop dann auf dem PC anguckt, sieht immer alles gut aus. Aber guckst du dann auf dem Handy, denkst du, also der ist von Haus aus für mobile Endgeräte optimiert, denn auch das mobile Einkaufen wird einfach immer, immer mehr. Irgendwann werden wir alle nur noch über unser Handy, Smartphone und Tablet irgendwie einkaufen und gar nicht mehr am festen PC sitzen wahrscheinlich. Und dann hat der Shop noch einige Funktionen, zum Beispiel was Rabattcodes oder auch Gutscheine angeht. Also zum Beispiel Verkaufsgutscheine kannst du da anlegen und. Und wir zeigen dir auch in dem Kurs, wie du deinen Shop auch noch weiter individualisieren kannst. Zum Beispiel, ich habe ein Ladengeschäft und ich habe mir halt einfach gewünscht, dass mein Online-Shop mit meinem Kassensystem spricht. Und ich nutze da Zettel als Kassensystem und es gibt eine Schnittstelle zwischen dem schlüsselfertigen Online-Shop und Zettel. Das heißt, verkaufe ich was im Laden, ändert sich automatisch der Bestand in meinem Online-Shop. Und somit ist ein Argument auch weg, oh mein Gott, ich habe keine Zeit, wie soll ich das mit den Beständen machen, wie soll ich das abends dann noch pflegen? Das gibt es einfach nicht, weil das einfach dann in der Technik einfach passiert. Und ja, ich könnte jetzt noch super lange über den schlüsselfertigen Online-Shop schwärmen. Ich stelle dir auf jeden Fall mal einen Link rein, über den du alle Infos zum schlüsselfertigen Online-Shop bekommst. Wir haben auch eine ganz, ganz große FAQ. Alle Fragen, die so bislang an mich herangetragen wurden, die sind da beantwortet. Und vor allem, du kannst dir auch unseren Demo-Shop angucken, wo halt die 5 Design-Varianten ersichtlich sind. Da ist auch mein eigener Online-Shop verlinkt, der auch mit dem gleichen System gebaut wurde. Und da ist jetzt schon eine Testerin drauf, die ja uns erlaubt hat, dass wir ihren Shop zeigen können, die sie, also sie hat den Shop mit dem schlüsselfertigen Online-Shop und meinem Kurs dazu gebaut. Und genau, ihr Feedback könnt ihr euch auch super gerne durchlesen. Genau, also wer den Traum vom eigenen Online-Shop hat, komm ins Handeln, schau dir das an. Da kriegst du richtig schnell und vor allem richtig gute Qualität für gar nicht mal so viel Geld. Also super spannendes Thema, schau es dir unbedingt an. Also, mach's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann, deine Sabrina.